schwierig. Sag mal, man muss es ja vielleicht auch mal so sehen, dass sie vielleicht nur, wenn sie sich nicht auf die Seite der Mongolen geschlagen hätte, dann wäre sie vielleicht tot, ne? Vielleicht will sie nur um jeden Preis überleben. Sakai, was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein, tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie. Schwierig. Natürlich kann es sein, dass sie einen Keil zwischen uns treiben möchte. Natürlich kann es aber auch sein, dass... Ich meine, Ishikawa wäre nicht der Erste, der uns verrät. Das war die Effizienz haben wir auch schon. Danke. Wäre nicht der Erste, der uns verrät. So, jetzt sind wir hier. Dann könnten wir eigentlich mal das Gebiet hier ein bisschen abgrasen. Wenn wir gerade mal hier auf der Seite sind. Ist ja jetzt nicht so groß. Hier sind wir schon auch noch so 1 bis 30 Fragezeichen. Warte mal, wir haben noch... Wo waren wir denn gerade? Hier waren wir, ne? Genau, Tsunahaiku. Hier ist die Küste. Das hier haben wir auch schon. Ja, hier hinten haben wir schon alles aufgedeckt. Gut. Ja, nur noch die Fläche hier in der Mitte. Und dann haben wir hier noch ein Gebiet, wo wir glaube ich noch nicht reinkommen. Das könnte von hier aus kommen. Dass wir dann hier. Das hier ist wahrscheinlich die Festung Yarikawa. Denke ich mal. Die werden wir dann mit dieser Mission hier, wenn wir uns die einverleibseln. So, hier unten haben wir alles gemacht. Jetzt decken wir noch diesen blinden Fleck hier auf und dann. Machen wir noch ein paar Nebenmissionen. Und arbeiten uns dann hier hoch. Bis wir dann hier auch alles aufgedeckt haben. Ist hier noch ein bisschen. Da ist auch noch ein Fort. Geschwisterbucht. Also ein bisschen was haben wir noch auf dem Zettel. Da ist noch der Omi-Berg. Ist noch ein bisschen. Okay, da lang. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch so haben, oder? Ich reite mal so ein bisschen wieder durchs Gestrüpp. Und hab zwischendurch die Karte im Blick. Damit wir auch vernünftig alles aufdecken. Schöner Fluss hier. Was? Oh. Okay. Machen wir gleich. Wir müssen erstmal ein bisschen weiter in diese Richtung hier. Ich schätze mal. Ah, Mist. Komm ich gar nicht um zu. Geiseln retten. Nee. Na gut, dann machen wir mal schnell das Gehöft. Ich wollte eigentlich ein bisschen was aufdecken, aber okay. Lass mich mal gucken. Da ist ein Hund. Da sind viele. Da ist eine Geisel. Ich muss auf den Hund aufpassen. Thank you.
Hey, Schichter! Mir macht schon mal einen Abgang. So, jetzt sehe ich da hinten noch einen Mongolen. Einer hat schon die Flucht ergriffen. Aber hier gibt es gar keine Geiseln. Das ist ein bisschen doof. Hallo? Okay. Oh. Alles gut. So, das waren die Geiseln im Garten. Das waren die Wachen im Garten. Jetzt haben wir noch ein paar Geiseln, die wir befreien müssen. Zwei an der Zahl, da würde ich mich lieber aufs Dach bewegen. Wegen der Sicherheit. Nicht dadurch. Nach oben. Junge. Wo ist denn die Geisel? Ich glaube, hier ist ein Bild falsch. Oder wie groß ist diese Gehöft? Oh, die ist wirklich da hinten. Was? Bisschen übertrieben weitläufig, oder? So, da ist einer. Okay, hier sind drei. Machen wir den erstmal ausschalten. Dann geben wir auf Bill. Und hoffen, dass wir drei auf einen Streich hierher locken können. Ziemlich weitläufig hier. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay. War schön, dass einer abgehauen ist. Freiwillig. Ja, ja, komm mal. Ein Pfund der Loch Ness. Ja, solange nicht alle auf der Ecke rumhängen. Muss sie irgendwie am besten hier vorne hinkriegen. Und tschüss. Eins. Zwei. Und drei. Vielen Dank. Und das. Schnauze. Schrei nicht so. Bald seid ihr frei. Wie sauer. So, das war der erste. Auch mehr wie euch. Für Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte, danke. Tschüss. Gab es hier nicht noch Windglocken da? Oh, ein paar. Da ganz hinten. Hier vorne sind keine Mongolen. Wie groß ist das denn hier, Alter? Völlig übertrieben. Da ist einer. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Da ist auch noch einer. Schnell weg. Okay, sind ein paar mehr. Da hinten ist einer, da ist einer und da ist einer. Okay, vielleicht von der anderen Seite ran. Ich gehe mal außen rum.
Okay, den im Haus könnte ich so erwischen. Das wäre falsch. Nee, der soll nicht hier kommen. Ich kenne den anderen irgendwo hier vorne. Hat er es gerafft, ja, ne? Sieht so aus. Gut, dann müsste der gleich durch sein. Jo. Ist hier irgendjemand? Gerade nicht. So, da sind zwei. Einer steht vor der Tür. Und einer ist im Haus. Ich sehe fast gar nichts, weil es auf einmal so ein Scheiße neblig ist, ne? So, da ist noch einer, da ist einer. Da ist noch einer und irgendwo muss hier noch einer sein. Mal gucken, den kann ich mir vielleicht so holen. Da hinten ist noch einer. Ich müsste die alle irgendwie hierher kriegen. Hm. Mach mal. Ich weiß auch nicht, ob das noch einer von denen hinten rafft irgendwie. Kann ich da rüber schwingen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Ich sehe fast gar nichts hier. Ey, das ist total toll wieder. Kann ich Flöte spielen? Das ist echt nervig nämlich gerade. Nee, kann ich nicht. Ganz toll. Gerade keine andere Möglichkeit. Stirbt. Den sehe ich kaum, aber trotzdem ist er tot. Oh toll, jetzt sehe ich gerade erst den Bonus mit dem Langbogen. Ja, bringt ja nichts mehr. Er steht da drinne, den hole ich mir auch so. Sobald er da die Biege macht, jetzt. Warte kurz, wo geht er hin? Hm, da. Zack. Jetzt warte ich, bis er wieder rumkommt und dann erdolche ich ihn. Vorzügliche, auf eine vorzügliche Art und Weise. Er geht nur woanders hin. So. Das geht auch. Noch irgendwo jemand? Nee, ne? Gerade nicht. Ja, Bonusziel habe ich leider zu spät gesehen. Befreit mich! Ja, mache ich sofort. Gleich, gleich. Erstmal hier. Immer mit der Ruhe, Mädchen, ja? Du hast es sowieso nicht eilig. Du kannst es gar nicht eilig haben. Alles wird wieder gut. Den Kami sei Dank. Ihr seid sicher.
Das war das. Wieder ein Gebiet befreit. Sehr gut. Und jetzt haben wir auch wieder 3 Punkte. Sehr schön. So, mach mal Klack. Ach, guck mal, direkt aufgedeckt. Ey, jo, da brauchen wir gar nicht lange suchen. Da ziehe ich trotzdem mal eben schnell unsere Tracht an und dann geht halt weiter. Das Fragezeichen holen. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon alles aufgedeckt. Dann können wir als nächstes, da unten ist Haupt. Und Dingens, da ist Haupt. Dann müssen wir mal ein paar Nebenmissionen noch machen, um uns da hochzuarbeiten. Hier ist noch ein Fort, hier ist noch ein Leuchtturm, da oben ist noch ein Samurai. Jo, dann können wir uns langsam durcharbeiten. Hier können wir eh nicht hin. Schnellreise ist noch deaktiviert. Und in Fürst Shimuras Lager können wir eh nicht. Also wir können hierhin schnell reisen, aber wir kommen ja noch nicht rein. Das Ding ist noch gar nicht auf. Kommt wahrscheinlich erst noch. Gut, dann mal los. Sehr gut, Kage. Dann sammeln wir das mal schnell ein hier. Da ist der Fuchs. So, Fuchs, so. Ich reite dir hinterher. Hoppel, galoppel. Wie klar als du. Ja, renn noch ein paar mehr Umwege. Bist du bekloppt? Spielt ja eine Flöte? Der Flötenspieler. So, das war der. Ach man, das ist immer lästig. Wer spielt denn die Flöte? Oder ist das einfach jetzt nur Soundtrack? Könnte auch Soundtrack sein. So, da haben wir das noch. Oh, das sieht auch aus wie ein Ort, den man befreien müsste. 230 Meter da lang. Da kann ich auch schnell zu Fuß hingehen, bei diesem unwegsamen Gelände hier. Könnte, also wenn das in so einem kleinen Dorf ist, entweder was zum Befreien, also ein kleines Mongolenlager, oder eine heiße Quelle sein. Das müsste hier sein, ne? Das ist schon mal nicht mongolisch. Aber dafür geht es da tief runter. Aber nützt ja nichts. Oh, das ist aber nicht der angegebene Ort hier. Ach, das ist was anderes. Okay. Gibt es hier irgendwas für mich? Irgendwie ein alter Tempel oder sowas, ne? Der sieht sehr vertrauenswürdig aus. Bevor wir denn? Gibt es da irgendwo hoch? Nee, ne? Ja. Ansonsten ist hier nichts. Hier ist nur ein alter Sack. Okay. Ja gut. Könnte noch ein Ort werden, der irgendwas zu bedeuten hat. Hat er aber heute nicht. So, jetzt reicht's mal mit dem Wetter hier. Es muss auch mal langsam gut sein, ne? Da liegt auch noch was. Ich habe gerade irgendwas jaulen gehört. So unehrenhaft sind wir auch gar nicht in letzter Zeit. Das Ding ist aber auch schon länger, ne? Dass die solche Sachen verfallen lassen, verstehe ich immer nicht. Ah, alles klar. Ein kleines. Oh ja. Ein kleines großes Lager. Kleines Großlager. Ich mache mal einen schnellen Abstieg, hoffe ich. Jawohl.
Und hier ist wieder Mongolettengebiet, natürlich. Wir haben lange keine Adler mehr gesehen, ne? Töte einen Gegner mit Kunai. Da muss ich erstmal ausrüsten. Wo? Wie viele sind denn hier? Ich muss 2 mit Kunais töten. Also müsste ich in den Official-Kampf gehen. Ohne Herausforderung. Ja, dann mal los. Guten Tag. So. 2 tot, den Rest regeln wir hoffentlich so. Aber da hier ein sehr enges Gebiet ist und die Kamera dreht, haben wir wahrscheinlich gleich eher ein Sichtproblem als alles andere. Oh, da hinten ist er. Na, leck mich doch, du blöder Pisser. Jetzt haben wir nur schneller Zeug ein. Bin sofort für dich da. So. Danke. Oh, wieder die Kutte wechseln. Zack. So, mal gucken. Gibt's hier Kunais? Hallo Fjord. Viele Vorräte, wie mir scheint. Das, hier war noch nicht drin. Da, Kunai, Bullo. Oder Kunai, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Macht das immer so, wie ich das gerade denke, ne? Die Steinbrücken hier finde ich auch schön. Zack. Gibt aber nichts zum Aufdecken hier mehr, weil wir haben schon alles. Das haben wir alles schon, siehst du. Dann haben wir das auch mal durch jetzt hier. Und kann ich davon ausgehen, dass ich hier zum Beispiel nicht hin schnell reisen kann? Nö. Alter, da gibt es 14 Eisen. Krass. Weiß wohl nicht, was ich damit soll, aber okay. Wir haben hier wenig Hauptlager, ne? Irgendwie. Weil wir das alles noch nicht freigeschaltet haben. So, normalerweise müsste ja hier was kommen. In Ömi. Und so. Aber heute mal nicht so. Okay, dann lass uns mal gucken. Wer ist dann am nähesten dran, ne? Das ist 7. Das ist 6. Die müssten wir als erstes machen. Mythische Geschichten. Die Kunst des Sehens. 2 von 2. Masako ist da hinten. Die Dieben. Fleisch und Stein. Und die Großzügigkeit von Fürstin Sanjo. Wurde etwas von sehr großem Wert gestohlen. Ich muss wissen, was es ist. Achso, okay, das ist da unten wieder. Dann würde ich... Ist das hier überhaupt abgebildet irgendwie? Ja, da sieht man ganz schlecht. Da ist so dieser graue Penüpel da unten. Okay, dann würde ich eigentlich sagen, wir machen mal Fleisch und Stein. Und zwar von... Ich weiß gar nicht, von wo ich da starten soll. Ich glaube von hier. Ich tue noch mal hinreisen tun. Und dann sind es nur noch 190 Meter in dieser Richtung. Da müsste ein Friedhof sein. Glaube ich. Der Piepmatz. Ja, ja, dann bringt mich da auch schon hin. Ich weiß doch, wo das ist, Junge. Hier, hier ist bestimmt. Da oben wohnt einer. Achso. Okay, der wohnt da. Der wohnt da nicht, der heult da.
Gibt es hier zufällig Grillen? Auch für einen Freund? Zurück! Fertigst du die Statue für Kotunkan an? Ich frage für einen anderen Freund. Verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Von wem? Das war eine der Statuen von Meister Iso. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Oben oder unten? Fleisch und Stein. Ein Steinfleisch. Ich bin ein Steinfleischer jetzt. Oder ein Fleischstein. Okay, da oben. War ich da nicht schon mal? Hier? Okay, dann können wir erstmal die Tracht des Reisenden brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr anziehen. Wir haben ja alles aufgedeckt. Mal Artefakte sind okay, aber muss ja nicht unbedingt sein. Also gezielt nach Suchen muss nicht unbedingt sein. Das ist soweit. Ja, wir waren da schon. Da haben wir die Statue gesehen von Kotunkan. Meister Isos Haus. Zieht eure Klingen! Guck mal hier, ihr Spacken. Das ist Samurai! Was Ruhe da, du! Du bist auch still. Ich würde sagen, nein. Schlaf ins Gut. Und schöne Träume. Einer flüchtet schon mal. Das Bildhauerwerkzeug muss hier sein. Jemand benutzt das Werkzeug des Meisters. Er ist ein Rosa, ne? Hau, ich habe gerettet. Meister Iso. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Du bist tot, du Affe. Meister Iso, ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen, zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Der Bosatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Sagt, was ihr wollt. Aber diese Statue gehört zu den Besten in ganz Kushi. Kushi, wisst ihr, wie riesig das Mongolenreich ist? Das klingt, als wärt ihr auf Ruhm und Ehre aus. Ja, etwa nicht? Jeder respektiert und fürchtet den Geist, nicht wahr? Ich kämpfe, um mein Volk zu retten. Ihr habt Glück. Ihr musstet nie wählen zwischen der Pflicht euch selbst gegenüber und anderen. Hier lang. Kommt mit. Ich gehe ja schon hier. Nicht richtig, nein. Ach ja. Böser Papa. Och Mann. Dein Sohn ist wahrscheinlich tot. Runter. Keinen Laut. Mein Sohn. Kämpfen wir! Leise.
Oha, da sind noch ein paar mehr hier. Ach, Mist, die Kack. Dein Sohn ist tot. Herzlichen Glückwunsch, du Affe. Armer Junge. Lieber Mamoru. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn. Das war Fleisch und Stein. Geht recht flott. Finde ich gut, dass sie nicht so langatmig sind. Ich finde die Tempel, die sind schon, also die Schreine, die Tempelschreine auf den Bergen und so, die Kletterpartien, die finde ich schon sehr langatmig. Haben wir auch schon, brauchen nicht. Wäre schön, wenn wir die verkaufen könnten. Das wäre mal ein Highlight. So, dann haben wir das. Dann müssten wir jetzt eigentlich rüber nach Masako. Hier haben wir noch nichts zu finden. Hier dürfen wir noch nicht hin. Hier dürfen wir auch nicht hin. Es gibt schon viele Orte, wo wir nicht hin dürfen. Dann würde ich jetzt tatsächlich Masako machen. Masako. Den hier. Da können wir dann ja von... War hier nicht... Gehöft? Nee, das war da drüben, ne? Irgendwo, ja. Aber wir wollen die Geschichten ja nach Möglichkeit in Reihenfolge machen. Das heißt, wir müssten von hier aus... Dann können wir eigentlich erstmal... in diese Richtung reisen. Was ist das? Oh, hier ist irgendein Tempel, ne? Wir wollen mal in die andere Richtung. Hier ist es nicht mongolisch. Warte, jetzt muss ich ganz kurz leider wieder wechseln. Wechsel, wechsel. So, hier sieht aber aus, als ob hier Mongolen waren. War ich hier schon mal? Bin mir nicht sicher. Guten Tag, war ich hier schon mal? Seid gegrüßt, mein Herr. Sieht so aus. Kann fast nicht. Aber anscheinend doch. Ich weiß es nicht. Möglich ist alles. Gucken wir mal hier eben runter. Hier noch irgendwas gibt. Mit Sicherheit aber nicht. Da ist nur ein Toter. Zwei Tote. Und dann laufen wir unten lang und spazieren mal rundherum. Vielleicht finden wir noch was. Oder auch nicht. Komm ich jetzt einfach hoch? Komm ich. Der Vogel wollte mich gerade zu einem Tempel führen. Und zwar zu dem hier. Komischerweise. Oder ist ein Leuchtturm? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist Piepmatz. Ich guck mal, wo der hin will. Ich folge ihm einfach mal. Vielleicht bringt er mich auch zum Masako. Wovon ich mal eher ausgehe. Ich nehme mich auffällig in diese Richtung. Aber da oben scheint mir ein befriedeter Hof zu sein. Und ich komme... Hier. Ach, hier ist ein Kaloster.
Guten Tag. War ich hier schon mal? Ihr irrt euch. Das klingt nicht nach Kajibara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Jin, auf ein Wort bitte. Komme sofort. Ich muss da erstmal den Turm erklimmen. Ihr wisst ja, wie das ist. Erstmal Turm erklimmen, dann sehen wir weiter. Alles für die Kopftücher. Voll unnötig, aber ich will einfach. Vielleicht gibt es eine Trophäe dafür. Also zum einen zum Erklimmen und zum anderen für die Stirnbänder. Band des zweiten Sohns. Aha. Der ist aber wohl nicht gut genug für den Band. Guck mal, Alter. Guck mal diese Statue an. Nee, krasser. Scheiß. Aber wir waren hier, glaube ich, schon mal, ne? Auf der Ecke. Ich höre noch einen Vogel. Der hat noch nie aufgegeben. Ihr bleibt hier einfach sitzen. Was ist mit dir? Ich hab's doch geholt. Was willst du noch? Hier kann ich nicht hoch, ne? Ob das so gut ist, wenn ich hier so durchtrampel? Ich meine, die haken hier den ganzen Tag. Ich weiß ja nicht. Was gibt's denn hier sonst noch so? So, da ist Malako. Möchte ich aber heute tatsächlich nicht mehr tun. Sondern eigentlich eher morgen. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Mit Glück auch im nächsten Stream. Deswegen würde ich mal sagen... Schnauzevogel. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei Ghost of Tsushima. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.